Warum ist Diversität wichtig und was kann eine Hochschule machen, um diverser zu werden? Was bedeutet das für verschiedene Menschen auf unserem Campus und was tun sie, damit sich hier alle wohlfühlen und einbringen können? Ich freue mich ganz besonders, meine Interviewpartnerin Nora Hecht begrüßen zu dürfen. Sie ist Studentin im Jahrgang 2023 und sie engagiert sich, seit sie hier an der Hochschule ist, in der Hochschulgruppe Diversität. Herzlich willkommen. Würdest du sagen, dass es in deiner Biografie etwas gibt, wo du sozusagen vielleicht jetzt im Nachhinein feststellst, dass das für dich die richtige Hochschulgruppe ist? Also absolut. Zum einen bin ich Erstakademikerin, zum anderen bin ich als queere Person, fand ich das eh schon unglaublich interessant. Aber gerade auch, dass die Diversitätshochschulgruppe da auch einen irgendwie erweiterten Fokus drauf hat. Also nicht nur, dass einem beim Thema Diversity so anspringt, also queere Themen so, aber auch, dass halt Diversität sehr, sehr intersektional gedacht werden kann. Also da habe ich mich dann nach den ersten Wochen Studium ziemlich gesehen gefühlt und es war ein total schönes, positives Gefühl, das ich irgendwie auch weitergeben möchte. Man weiß, also zum einen aus der Forschung über soziale Mobilität, aber auch aus Gesprächen mit anderen, dass wenn ErstakademikerInnen in dieses Wissenschaftssystem kommen, an eine Hochschule kommen, und das ist, glaube ich, unabhängig, ob das jetzt eine private ist oder ob das eine staatliche Hochschule ist, dass die relativ viel Kraft aufwenden müssen, weil es Fremdheitsgefühle gibt, weil es Orientierungsschwierigkeiten gibt. Auch die Frage, wie verhält man sich, was sagt man, wie tritt man gegenüber ProfessorInnen auf, dass das relativ viel Kraft kostet. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder bist du da relativ selbstsicher reingegangen? Ja, also es gab definitiv Fremdheitsgefühle. Das ist, glaube ich, schwer rückwirkend so zu betrachten, weil man so schnell in dieses System Law School, glaube ich, aufgesogen wird. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ging sehr, sehr vielen Menschen so, auch ab, egal, ob die jetzt ErstakademikerInnen sind oder nicht, dass man sich in den ersten Wochen hier wahrscheinlich sehr verloren fühlen kann, wenn man nicht irgendwie ein gutes Netz hinter einem hat. Diese Unsicherheit hatte ich auf jeden Fall in den ersten paar Wochen. Gerade Propedeutikum, wo sehr, sehr viel auf einen zukommt, wo auch sehr viele Informationen einfach auf einen einstürzen. Also man kriegt auch sehr, sehr viel mit über den ganzen Studienverlauf. Also es werden einem unglaublich viele Menschen vorgestellt. Es gibt auch tolle Events und Leute, die man kennenlernen kann. Und dann sitzt man in einem Hörsaal mit 100 anderen sehr motivierten Menschen. Und das ist einerseits eine unglaublich tolle Stimmung. Andererseits kann man sich dann manchmal auch so ein bisschen fühlen, als wäre man so ein bisschen fehl am Platz. Weil man kann nicht dieselben Fragen stellen wie andere. Man kann sich nicht so schnell mit anderen unterhalten. Ich hatte ein Gespräch mit zwei anderen, die sich also über die Berufe ihrer Eltern unterhalten haben. Das war ein Gruppengespräch. Da haben viele so gesagt, ach ja, und mein Vater, der ist Arzt und meine Mutter, ja, die bleibt zu Hause. Meine Mutter ist Staatsanwältin, mein Vater ist Notar, das ist ja lustig. Und ich saß dann ein wenig daneben und dachte, oh, wenn ich jetzt sage, was meine Eltern beruflich machen, fällt das so ein bisschen raus. Also das ist komplett anders als das, was andere Menschen da so schildern. Und dann sagt man manchmal einfach nichts. Manchmal sagt man was. Also ich habe auch noch nie negative Reaktionen dazu irgendwie gehabt. Also höchstens ein nicht wirklich was damit anfangen können. Aber ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und das entwickelt sich sicherlich auch im Laufe des Studiums, dass man mehr übereinander erfährt. Wie ist das für dich als queere Person? Gibt es da ähnliche, vergleichbare Situationen, wo man sich so überlegt, schweige ich jetzt oder sage ich was oder fühle ich mich unwohl? Das gab es eigentlich gar nicht. Also ich habe mich nie unwohl gefühlt, irgendwie offen gegenüber den Menschen zu sein, die ich hier kennengelernt habe. Also man trifft ja auch relativ schnell Leute, mit denen man klarkommt, die ich jetzt Freunde nennen kann. Gibt es so bestimmte Maßnahmen oder Veranstaltungen von Seiten der Hochschule, wo du sagen würdest, das hat es dir erleichtert, hier anzukommen? Oder umgekehrt vielleicht auch,
wo du was vermisst hast, wo du gedacht hast, da könnte man auch als Institution, Hochschule tätig werden? Also mir fallen zwei Sachen ein, die mich hier total haben willkommen fühlen lassen. Also einerseits die Law School Familien. Noch wichtiger war für mich aber, dass ich eine Mentorin bekommen habe. Also ich habe die Möglichkeit genutzt, innerhalb eines Erstakademiker in Mentorings mit einer Alumni vernetzt zu werden, die quasi als meine Erstakademiker-Mentorin fungiert hat. Also da gab es auch, bevor wir angefangen haben mit dem Studium, durften wir Informationen einsenden. Wie wünschst du dir, würde diese Vernetzung laufen? Was wünschst du dir von deiner Mentorin oder deinen Mentoren? Und das hat mir besonders nach dieser Zeit des Propedeutikums total geholfen, weil ich dadurch wirklich jemanden hatte, der sich mit meinen Sorgen und Nöten auseinandersetzen konnte, eine Person, auf die ich das alles quasi abladen konnte und die mir aber auch gleichzeitig irgendwie gezeigt hat, dass es, ja, das klingt so ein bisschen überspitzt, Menschen wie mich gibt, die das Ganze geschafft haben. Was würdest du dir denn für die Zukunft im Hinblick auf Diversität an der Hochschule wünschen? Also erstmal würde ich mir wünschen, dass unsere Hochschulgruppe noch viel mehr Anlauf bekommt, weil ich glaube, es ist total wichtig, dass wir Sichtbarkeit zeigen, dass wir auch laut sind und dass wir auch sagen, okay, es gibt hier es gibt die Ansicht über die Law School, hier sind nur eine bestimmte Art Menschen hier. Und als zweites würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass auch noch generell noch mehr diese Kultur der Offenheit gelebt wird. Wir haben jetzt eine neue Pride Flag vor der Hochschule stehen und einige haben das gar nicht gemerkt, dass die weg war. Also die war für 2 Wochen abgehängt, bevor die neue Flagge, also die Progressive Flag, aufgehängt wurde und einige haben gar nicht gemerkt, dass die weg war und einige schon. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen so darauf aufmerksam sind, wo sind unsere blinden Flecken quasi, wo sind Sachen, die wir nicht sehen und Menschen, die wir vielleicht auch nicht sehen. Und da sind wir als HSG auf jeden Fall schon sehr dabei, das in Zukunft noch besser zu machen und suchen da auch immer eigentlich Unterstützung. Vielen Dank, Nora, für das spannende Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön.